Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf ein paar Trails unterwegs, die ich eigentlich gar nicht gerne mag. Wir hatten aber heute nicht so viel Zeit, weit weg zu fahren. Deswegen sind wir heute hier und drehen eine gemütliche Runde. Wir haben so drei Trails, die ich gerne fahren würde und einen davon würde ich gerne mehrfach fahren, um ihn mal ein bisschen zu lernen. Wir nehmen euch mit, kleiner Vlog, viel Spaß. So Leute, das Schönste, wie immer, der Uphill. Ja, wir sind gerade auf dem ersten Uphill. Und ich muss sagen, Leute, was ist bitte mit dem Wetter los? Ich meine, schaut es euch an. Es ist einfach unglaublich schön. Ich hoffe, dass das Wetter sich ein bisschen so hält und dass der Sommer ist ja jetzt schon angeteased sozusagen, oder der Frühling. Aber ich kann es echt nicht erwarten, dass es losgeht, dass das Wetter regelmäßig so ist. Man hat direkt viel mehr Bock, was zu unternehmen, was zu machen. Und ja, also ich merke schon, dass mir das krass gefehlt hat, dass das Wetter ein bisschen besser ist. Deswegen freue ich mich umso mehr auf ein paar trockene Trails. Also Leute, ich bin auf jeden Fall einfach nur hyped auf Sommer dieses Jahr. Richtig krass. So krass wie noch nie. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es euch geht. Vielleicht kennt ihr das ja. Ich habe diesen Spot tatsächlich übertrieben gemieden. Ich war bisher dreimal da in der Zeit, wo ich Mountainbike fahre. Und das einfach, weil mir das Ganze die letzten Jahre einfach nicht geheuer war. Und jetzt bin ich richtig gespannt, wie ich das heute empfinde. Allgemein bin ich diesen Winter nicht so viel gefahren, wie ich wollte. Habe dementsprechend ja gar nicht so die Routine wie die letzten Jahre. Aber nicht so schlimm. Jetzt wird das Wetter besser, die Temperaturen und dann geht es wieder öfter aufs Rad. Und hoffentlich, toi toi toi, nicht mehr so oft krank. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Thema Warm-up. Ich werde das dieses Jahr nicht mehr vernachlässigen. Wenn ihr selber mal was zum Thema Warm-up lernen wollt, ich habe ein Video darüber gemacht, falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall mal ab. Wie sieht das bei euch aus? Gibt es auch bei euch Trails, vor denen ihr einfach irgendwie Angst habt, weil ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt? Oder seid ihr so, dass ihr einen Trail einfach sofort wieder fahrt, auch wenn ihr irgendwo mal schlechte Erfahrungen gesammelt habt? Ich kann nur sagen, als Anfänger direkt schwierige Trails zu fahren und dann im Anschluss Angst davor zu haben, ist gar nicht mal so easy. Boah, sowas ist mit der Brille dann dir egal. Kannst du theoretisch drüber springen, wenn man dann weiß, was hier kommt. Den Speed rausnehmen. Ja, sauber war die Kurve jetzt noch nicht hier. Also erste Abfahrt,
war ich jetzt ganz zufrieden mit mir dafür, dass ich hier mich an nichts erinnern kann. Ich muss allerdings sagen, mit dem Levo ist das halt eine ganz andere Nummer als mit dem Focus damals. So ein 26 Kilo E-Bike, das schiebt schon krass. Und ich habe hier nur eine Guide RE-Bremse mit der Hinterradbremse, die dringend entlüftet werden muss. Aber ich denke, ich werde das eh alles auf Shimano umrüsten. Man dann schon, ne? Vor allem sind wir auch richtig dünn geworden. Naja. Weil an einer Seite ist das gut. Muskulatur habe ich viel verloren. Ja, wollte ich gerade sagen, einerseits ist das schön, wenn man schlanker wird, aber wenn man dabei auch schwach wird, dann ist das immer scheiße. Schon auf dem Anstieg zum nächsten Trail, vor dem ich so Angst hatte, klopfte mein Herz schon ganz kräftig und ich war ziemlich gespannt, wie ich den Trail heute wahrnehmen würde. So, hier auf dem Trail sind einige Stellen, die ich das letzte Mal, als ich hier war, überhaupt nicht fahren konnte. Michi fällt es mal langsam vor, weil wir werden uns alles ganz gemütlich anschauen. Hier soll man reinspringen oder was? Ah, hier ist ein Jump. Ja, das geht, klar. Ja, aber ich halte trotzdem noch mal kurz. Also ein paar Meter danach halte ich nochmal an und dann fahren wir zusammen weiter die Strecke ab. Ja. Okay? Ja. Das ist natürlich noch nicht. Boah, geil! Der ist übelst geil! Wenn ich vor irgendwelchen Trails Angst habe, dann gehe ich das meistens sehr systematisch an. Das heißt, ich fahre das Ganze erstmal entspannt ab, nehme vielleicht auch schon das ein oder andere Feature mit. Wenn es möglich ist, schiebe ich nochmal zurück und fahre vereinzelte Elemente nochmal. Und dann lasse ich das Ganze mir auf dem Uphill wieder durch den Kopf gehen und versuche es dann auf der nächsten Runde direkt in einem alles zu fahren. Ja, und hier kommt dieses steile Stück. Jetzt fällt da runter. Alter, die fällt da direkt runter. Leute, da an dem Ding stand ich mit dem Steve. Wir konnten da nicht runterfahren. Und dann sind wir da lang gegangen. Und dann haben wir da, sind wir da einfach runtergerutscht mit unseren Fahrrädern. Oh Gott, ey. Da hat der Steve übrigens auch das Conway. Damals noch vom Thomas. Krass, ey, die Michi fährt da einfach runter. Und das war meine Horrorstelle da. So crazy. Weißt du, wie schlimm das für mich war damals? Krass, ne? Ja, und jetzt ist das, ja. Aber ich will hier nicht im Weg stehen. Ich bin extra nicht abgestiegen, damit ich keine Angst kriege. Boah, hier ist aber auch, braucht man ein bisschen Speed, ne? Insgesamt war ich dann am Ende des Trails sehr positiv überrascht, wie ich doch die einzelnen Elemente meistern kann. Ich meine, klar, ich bin jetzt schon einige Zeit auf dem Fahrrad und habe auch einiges an Erfahrung gesammelt. Allerdings ist es irgendwie immer mental eine kleine Hürde, wenn man schlechte Erfahrungen auf irgendwelchen Trails gemacht hat. Und da ich hier ungelogen 80% geschoben habe, war es für mich trotzdem ein cooles Erlebnis, dass sich hier einiges getan hat.
hier direkt. Alles in allem kann ich euch sagen, es lohnt sich, sich seinen Ängsten zu stellen, wenn ihr euch bereit dafür fühlt. Und ob ihr euch bereit dafür fühlt, findet ihr nur wirklich heraus, wenn ihr zumindest den ersten Schritt dahin macht. Das heißt, wenn ihr Dinge habt, die ihr umsetzen wollt, macht den ersten Schritt, denn sonst versucht ihr es wahrscheinlich niemals. Und wie war's heute? War schön. Ich hatte sehr viel Spaß. Yes, ich bin auch zufrieden. Ich habe meine Ängste vor diesen Trails hier heute besiegt. Besonders der letzte Trail war ja einer der Trails, wo ich fast alles geschoben habe, als ich das letzte Mal da war mit dem Fokus. Klar, es gibt noch viel, viel krassere Trails, aber ich hatte jedes Mal Herzklopfen, als ich allein diese Trails hier gefahren bin, weil die sich so schlimm angefühlt haben. Aber es hat sich die letzten Jahre anscheinend einiges getan und heute haben die sich richtig gut angefühlt, haben richtig Bock gemacht. Der letzte, mein Favorit. Und wir hören auf jeden Fall jetzt auf. Wir hätten zwar noch eine halbe Stunde locker fahren können, aber man soll ja dann aufhören, wenn es am schönsten ist und wenn man noch fit ist. Ja, wir fahren nach Hause, gönnen uns was Leckeres zu essen. Döner. Nein, heute kein Döner. Heute können wir noch einkaufen gehen. Ja, heute kein Döner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch viel Spaß in der Saison, Leute. Es geht jetzt endlich los. Hoffen wir auf gutes Wetter und dass in den Osterferien schön die Parks öffnen können. Willigen will aufmachen. Ja? In Osterferien. Boah, geil. Boah, geil. Haut rein, ciao, ciao.